Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal einen etwas anderen Haul. Wie ihr im Titel schon lesen konntet, handelt es sich um ein Alles-10-Euro-Haul. Denn ich habe die Sachen bei dem neuen Online-Shop alles10euro.de bestellt. Dies ist auch eine Kooperation mit dem Online-Shop und ich freue mich sehr darüber. Ihr wisst, ich bin Schnäppchenjägerin und kaufe immer ganz, ganz viel gerne. Also ich mache das wirklich gerne, günstige Sachen ein. Und deswegen ist dieser Shop wirklich die perfekte Neuentdeckung für mich und ich freue mich riesig, da immer wieder reinzuschauen. Ja, wie der Name schon sagt, kosten alle Teile, die es in diesem Online-Shop zu kaufen gibt, 10 Euro, nicht mehr und auch nicht weniger. Wie der Preis so zustande kommt, ist ganz einfach. Viele Markenführer, die werden ihre Sachen nicht los, sie werden sie auch im Sale nicht los und ja, dieser Shop kauft diese Sachen günstiger ein und kann sie dann natürlich auch günstig weiterverkaufen und ja, das ist halt so das ganze Prinzip, was ja auch ziemlich logisch klingt. Der Online-Shop hat noch eine Besonderheit und zwar sind manche Klamotten oder Artikel mit Geheimtipp gekennzeichnet. Das bedeutet, ihr als Kunde wisst nicht, welche Marke hinter diesem Produkt steckt. Also habt ihr den Überraschungseffekt, wenn ihr das Produkt bestellt und es kommt zu euch nach Hause, könnte es die Marke schlechthin sein und ihr habt das für nur 10 Euro bekommen. Legen wir einfach los mit dem Haul. Ich fange mal mit etwas Unspektakulärem an. Und zwar ist es einmal hier dieser Safe-to-go. Safe-to-go, weil man ihn natürlich mitnehmen kann. Also ich habe es mir so gedacht, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr am Strand seid oder picknicken seid, dass eure Wertsachen vielleicht offen rumliegen, ihr kurz dem Kind hinterherrennen müsst oder eure mit einem Auge irgendwie immer so gucken müsst, okay, sind meine Sachen noch an dem Platz? Da kann man jetzt alle Sachen einschließen quasi, mit einer Zahlenkombination ist das verschlossen und das Teil natürlich nicht vergessen, irgendwo dran zu machen, am Fahrrad, am Kinderwagen oder sonst irgendwo, weil sonst könnte man es ja theoretisch so mitnehmen, ne? Das wär ja auch total sinnlos. Genau, das kannst du dann festmachen am Kinderwagen, wie gesagt, am Fahrrad, am Einkaufswagen oder sonst wo. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen, weil ich das ziemlich cool fand. Dann habe ich mir von der Marke Misaki ein Set bestellt. Und zwar besteht das aus Perlenohrringen und einmal aus einer Perlenkette. Ich dachte, sowas ist ziemlich zeitlos und kann man immer mal im Schrank haben. Ich hatte früher meine Perlenkette, leider habe ich sie verloren. Und deswegen habe ich die im Online-Shop gesehen und dachte, okay, kaufst du sie wieder. Kann man immer mal wieder tragen. Finde ich, passt zu manchen Anlässen sehr, sehr gut. Und ja, fand das mit der Spitze unten halt mal ein bisschen anders. Und deswegen habe ich mir dieses Set bestellt. Kostet natürlich auch 10 Euro, brauche ich ja jetzt nicht immer wieder dazu sagen. Denn alle Sachen kosten 10 Euro. Dann habe ich etwas für meine Mami bestellt und zwar eine Handtasche. Die sieht ein bisschen anders aus als normale Handtaschen, so allein das Design und die Farbe und so, ne? Aber ich fand sie ziemlich cool. Die ist nicht zu groß und nicht zu klein. Hat hier halt auch coole Unterteilungen, vorne noch Fächer und so. Qualität ist wirklich super, super gut. Und ja, hat so einen langen Henkel. Ich könnte mir auch vorstellen, sie dann einfach so über die Schulter zu tragen, also über Kreuz so. Und ja, die habe ich einmal für meine Mutti mitgenommen. Für mich habe ich auch eine Tasche mitgenommen und zwar ist es einmal diese hier. Auch die sieht vom Design auf den ersten Blick anders aus. Ich fand sie aber ganz cool, weil sie halt anders ist, anders als immer nur schwarz oder blau. Die sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Business-Tasche, finde ich. Man kann sie aber auch lang tragen. Hat auch ganz viele Unterteilungen, ist von der Qualität und von dem Stoff super weich und super cool. Die fand ich wirklich sehr, sehr schön und genau, Handtaschen kann man nie genug haben. Dann habe ich mir vorgenommen, für 2017 möchte ich ein bisschen mehr Sport machen und zwar draußen Sport machen. Ich möchte joggen gehen, das bietet sich hier an. Wir haben hier hinten voll die Waldwege und da kann ich wirklich immer laufen gehen. Und deswegen habe ich mir hier so eine Jacke von Brico bestellt. Das ist halt eine zum Überziehen, so eine Wind- und Wetterjacke. Die ist halt ganz cool zum Laufen, da kann man sich ein T-Shirt drunter ziehen, wenn es zu warm wird, kannst du die Jacke einfach ausziehen. Und genau, die habe ich jetzt einmal in Grau bestellt und mit der Absicht, mehr Sport zu machen. Haha, Bikini-Figur 2017, ich komme. Und dieselbe Jacke habe ich nochmal für meine Mama bestellt, denn ich habe gedacht, vielleicht gehen wir zusammen joggen oder so. Oder auch wenn wir nur spazieren gehen, aber halt im Dummy-Look spazieren gehen, kann man sich diese Jacke halt sehr, sehr cool überwerfen. Und ist vor Wind und Wetter und Regen und all so möglichen Kram geschützt. Und ihr wisst, ich ziehe ja auch gerne Joggingklamotten zu Hause an. Ich bin halt sehr, sehr gerne mit meiner Jogginghose zu Hause unterwegs. Was war das? Das war der Wind. Das ist so stürmisch draußen. Und zwar einmal dieses Set, bestehend aus einer 7/8 Jogginghose und einem T-Shirt. Das ist jetzt von Onkel Sam.
Und genau, das ist einfach zu Hause Homewear oder Sportwear, keine Ahnung, wie man möchte. Auch zum Sport, alternativ zu der Jacke, habe ich dann nochmal so Oberteile geholt. Die sind halt hier mit so einem halben Reißverschluss, nicht durchgehend, und einmal in der Farbe Schwarz, auch von der Marke Brico. Und ich finde die halt sehr, sehr cool immer zum Sport machen. Und auch von Brico einmal in Fleece, aber diesmal etwas in so grün, auch mit der Absicht Sport machen. Sport, wie oft habe ich jetzt Sport gemacht? Aber ja, diese Sachen kosten halt alle 10 Euro, ne? Alles 10 Euro. Und ja, deswegen habe ich auch bei den Jacken zugeschlagen. Und zwar haben die Kinder Jacken bekommen. Das sind halt auch so Wind- und Wetterjacken, wasserabweisend, windabweisend und für den Übergang einfach perfekt. Da habe ich für Mina einmal die schwarze hier geholt. Von innen auch total cool, wie man es halt kennt von so Wind- und Wetterjacken. Und das ist jetzt eine Größe 128. Ich habe sie halt aber ein bisschen größer geholt, damit er sie länger tragen kann, auch den Herbst noch und so. Und genau, das ist dann einmal die für Milan. Und für Escila, da gab es jetzt nicht so typische Mädchenfarben, aber für Escila habe ich jetzt hier eine in dunkelblau geholt. In der Größe 116, die sieht noch ein bisschen groß aus. Vielleicht passt sie ja Milan und Escila kann sie dann im Herbst tragen oder sowas. Aber ja, was man hat, das hat man, habe ich mir gedacht, bevor sie dann vergriffen ist. Denn das ist halt auch so ein Ding. Ich verlinke euch natürlich alle Produkte in der Infobox. Es ist aber so, dass die Produkte natürlich schon vergriffen sein können. Und wenn 5 Leute ein Produkt kaufen, kann es sein, dass der 6. es leider nicht mehr bekommt. Denn es ist nun mal so, dass es ein günstiger Shop ist und die Sachen halt schnell vergriffen werden können. Also nicht traurig sein, immer mal wieder reinschauen. Die haben immer neue Sachen auch drin. Und ihr könnt euch auch den Newsletter abonnieren. Das heißt, ihr werdet über Aktionen und so weiter informiert per E-Mail. Und ihr könnt euch die App runterladen. Dann könnt ihr mobil auch immer wieder rein scrollen, ob ihr irgendetwas Neues entdeckt oder sowas. Deswegen ist das immer ganz cool. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also, alles kostet 10 Euro. Schaut auf jeden Fall in die Infobox rein. Dann möchte ich mich recht herzlich bei alles10euro.de für die Kooperation bedanken und verabschiede mich von euch. Wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bleibt gesund. Tschüss!